Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, in der letzten Folge haben wir uns ja das Hippodrom ein bisschen angeschaut. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich kläglich versagt. Wir sind eigentlich nur immer Dritter geworden. Und ich muss sagen, das Pferderennen ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen trainieren. Aber irgendwann werden wir natürlich da auch mal Erster werden. Aber das schauen wir uns natürlich jetzt nicht an, sondern irgendwann in späteren Folgen mal. Vielleicht können wir da irgendwie auch einen besseren Streitwagen oder so kaufen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch hier mit der Nebenquest mal weiter. Ein hübsches Anwesen. Ja, wir hatten Glück. Vater züchtet Pferde und diese haben schon oft bei den Spielen gewonnen. Ich habe ihm von dir erzählt. Und was genau? Nicht viel. Dass du Lenker bist und dass du Claridas gut kennst. Zu gut. Viel zu gut. Komm, er möchte dich kennenlernen. Schauen wir doch mal, was er zu sagen hat. Oder nicht? Wache Augen, tadelloser Gang. Sie will siegen, ha? Du scheinst dich mit Pferden auszukennen. Nikias, wer ist dein Freund? Vater, das ist Bayek. Er fuhr Rennen gegen Claridas. Mein Vater, Philokrates von Kanopus. Sohn des Themistokles von Kanopus. Gegen Claridas? Zeig mal, wie du fährst, Barek. Nikias, sieh gut hin. Vielleicht kannst du etwas lernen. Es heißt bei... Ah, schön. Hat Siva auch eine eigene Rennstrecke? Nein. Es ist ein kleines Dorf. Aber wir hatten Streitwagen. Dank der Pharaonen des alten Königreichs. Das ist die Freiheit. Ah, das ist Streitwagen. Okay. So, was soll ich machen? So, fahre auf der Rennstrecke. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die Zügel fester! Tür dich! Pass auf Hindernisse auf! Icarus war der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Icarus geliebt. Er war sein Lieblings... Achso, ich musste hinten lang. Lieblingsfahrer. Zeigen wir meinem Vater dein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür! Du bist ein Naturtalent! Wenn du für die Grünen fährst, werden wir im Hippodrom gewinnen können! Na, so schlecht wie ich war bestimmt nicht. Du hast ein Händchen dafür! Schneller, Bayek, schneller! Welch Tempo! Was ist da los? Da stimmt was nicht! So, dann sprechen wir noch mit dem Vater. Beeilung, Bayek! Ihr Narren! Ihr habt Saganaki stehlen lassen! Verzeiht, Herr. Wo ist mein Sohn? Nikias! Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd. Du musst sie zurückholen. Wir enttäuschen dich nicht, Vater. Okay. Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen. Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab. Für die Grünen! Na, wo soll ich jetzt aufsteigen? Das Pferd hier. Haltet die Augen offen. Vater liebt dieses Pferd mehr als mit. Mehr als alle anderen im Stall. Ja, mehr als dich. Für Saganaki! Bewegung, los! Wow. Ha.
Wow. Wir sind eine Mauer! Ich mach weiter! Also, weiter! So, Wettison ist jetzt hier noch weg. Wir müssten in der Nähe sein. Für Ikarus, die Grünen von Prasina. Für die Grünen! Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge! Wir haben den Magi bei uns! Alles wird gut! Wer sind die Banditen? Abschaum, der für die Blauen arbeitet. Ganz sicher. Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das sein? Banditen Hungrigen? Im Süden. Ich glaube, sie reiten Kriegsnilpferde. Was? Ist das dein Ernst? Das erzählt man. Muss ich machen, er ist zu schwach dafür. Sind die jetzt? Kommen die? Wo sind denn die alle? Vorsichtig sein. Hey, was? Was? Halt deine Waffen bereit, klar? Hey! Oh. Na komm her. Was? So, wo ist der Hauptmann? Was kannst du, Ratten? Hey, was? Das ist Pferd. Wo ist der Hauptmann? Okay. Come on.
Alles klar. So, los her. Komm her, mein Stütchen. Oh. Haben wir das auch schon erledigt? Oh, wie kommen wir jetzt darüber? Ach du Scheiße. Kommen wir gar nicht rüber. Da müssen wir hier lang. Müssen wir praktisch außen rum. Mal lass die mal kämpfen. Läuft, würde ich sagen. Ich muss mal schauen, wie ich da rüberkomme. Da war doch hier irgendwo so ein Übergang. Ich glaube, sieht nicht schlecht aus. Wow. Hinter mir los. Oh. Ruhe im Puff. So, kannst du mir wenigstens mal ein Pferd schenken. Wenn ich schon dein Gaul zurückbringe hier. Bei Serapis, ihr habt sie! Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Saganaki und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze, sie stahlen Saganaki auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen, Barrett. Ich tue mein Bestes. So. Im Ausrüstungsmodus kannst du dein Reittier wechseln. Geil. Und ich wollte mir schon ein Pferd kaufen. Und Gott sei Dank, dass ich es nicht gemacht habe. Schwarzer Pfeil. Sehr schön. Pferd ist um einiges schneller. Ich sehe gerade hier, ich muss noch einen Haufen Zeug. Ich bräuchte Holz und sowas. So, wie schaut es mit meinen Fähigkeiten aus? 2 Punkte. Wo wollte ich denn rein skillen? Irgendwas wollte ich hier machen. Nee. Den hier wollte ich eigentlich machen. 7 Schwebemodus auf den Gegner und drücke, damit sie nur ihn betäubt. Machen wir das doch mal. Genau, das ist auch nicht schlecht, glaube ich. So. Könnte man hier die da betäuben? Nee, das geht nicht nur auf menschliche Gegner wahrscheinlich. Okay. Dann haben wir das auch abgeschlossen.
Gut, dann sehe ich jetzt hier in dem Gebiet erstmal keine Quest mehr. Außer Fragezeichen. Was ich noch machen könnte, wäre die Quest hier. Ne, Stufe 20, das schaffen wir noch nicht. Die Odyssee, die könnte ich mitnehmen. Das glaube ich ist auch Stufe 20, sonst bin ich auch noch ein bisschen zu niedrig. So wäre jetzt eigentlich nichts. Das wäre dann eigentlich, würde es dann mit der Hauptquest weitergehen. Na komm, dann lass uns sie hier machen. Und danach machen wir den Hauptquests weiter. Dort hinten dürften ja eigentlich kein Problem sein mit Stufe 17. Die Wachen sind überall. Bei Serapis. Wo ist dieser Magi? Nur er kann mir noch helfen. Ich bin doch schon hier, Egger. Was macht ihr denn auf der Straße? Die Wachen fanden heraus, dass ich die Nahrung dem Volk zurückgab. Sie haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Priester des Lichts zu sein, ist ein düsterer Beruf in dieser dreckigen Stadt. Ich kann euch aus Alexandria bringen, wenn ihr wollt. Aber ich kann nicht ewig auf euch aufpassen. Ich verlange zu viel von dir, Magi. Es gibt einen kleinen Tempel nördlich von hier, der mich aufnimmt. Die Philakita überwachen die Straßen, Magi. Wir müssen zum Kanal. Dort sollten wir ein Boot nehmen. Ich spicke jeden mit Pfeilen, der sich uns in den Weg stellt. Seid wie Amun, Priester. Vielleicht können wir euch unbemerkt hinausbringen. Alles klar. Aber kann ich die jetzt nicht? Oh? Arbeite zusammen! Steig auf, du Depp! Nein. Versteckt euch! Ich kümmere mich um diese Waffen! Ja, das nennt ihr Kämpfen? Greift mich an! Ihr könnt wieder rauskommen. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Die Verschlingerin und Apophis müssen erfreut sein. Und der Geruch, der Gestank. Mann, gewöhnt sich dran. Tatsächlich? Nein. Hey, was? Bayek, Priester werden selten dazu berufen, dem Volk zu dienen. Und nun büße ich dafür. Ihr sollt den Göttern dienen, Priester. Bist du Pfeife? Komm mit. Aber ist das genug? Die Götter haben Wünsche. Mann, wo müssen die überhaupt hin? Der muss dort hinten hin. Kann ich den nicht irgendwie auf dem Boot? Ich fürchte, diese Frage können andere besser beantworten. Können wir? Gibt's hier nicht ein Boot? Komm mit. Serapis sei Dank. Wir sind eine Mauer! Komm mit. Wir gehen hier auf dem Boot. Auf dem Boot. Wenn es ein Boot gibt. Haben wir doch eins gesehen, oder? Nein, wo gibt es kein Boot? Ah, da hinten ist eins. Nehmen wir eins dieser Boote. Das wird reichen müssen.
Sieht stabil genug aus. Ich gehe zu einem Tempel beim Pharos. Die nehmen mich auf, hoffe ich. Komm rauf hier, Schwarzer. Vielleicht stimmt es, was man sagt. Alexandria ist eine Stadt voller Lügner. Ich kenne auch ein, zwei nette Menschen in Alexandria, Priester. Manchmal reicht es schon zu wissen, dass nicht jeder bereit ist, für ein paar Drachmen zu töten. Ich glaube, auf dem Landweg wäre das ein bisschen kritisch geworden. Ich weiß ja nicht, wie viel der aushält. Wir nähern uns dem Arsenal, das für all das Übel verantwortlich ist. Sie werden wachsam sein. Dann haltet euch bereit. Sie verfolgen uns mit Feluken. Anscheinend wollen sie für die anderen Priester ein Exempel an euch statuieren. Es war doch nur Nahrung. Das Volk war am Verhungern. Ein paar Pfeile hätte. Aber leider habe ich nicht mehr so viel. Serapis sei Dank. Nun, was haben wir gerade getan? Hier möchtet ihr an Land gehen. Ist das die Insel? Ja. Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Tempel. Hier trennen sich unsere Wege, Magi. Ich bin sehr gut. Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe in Frieden, Lysander. Du auch, Magi. Bajek. Vielen Dank. Okay, dann ist der Aussichtspunkt eh nicht weg. Dann könnten wir uns den gleich schnappen hier. Kennen wir uns den noch? So, 200 Meter, den holen wir uns noch, Leute. Oh, ganz schön weit oben, ey. Kommen wir da einfach hoch? Sieht aus wie eine Festung hier. Oh, das war mir klar. Sperrgebiet. Okay, Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, weil das, glaube ich, dauert jetzt ein bisschen zu lang, bis wir da oben ankommen. Gut, Leute, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es ist sehr, sehr spannend und richtig cool. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.